Schülke hilft. Heute Versorgung von Schnittwunden. Herzlich willkommen zu Schülke hilft bei Schnittwunden. Heute geht es um die fachgerechte Versorgung bei Schnittwunden. Viele von Ihnen kennen bestimmt, wenn die kleinen Kinder sagen, ich will selber machen, ich will alles selber machen. Das ist auch gut so, man soll sie auch in ihrer Entwicklung stärken. Aber es kann natürlich schon passieren, dass es da hin und wieder kleine Hopperlas gibt, wenn sie vor allem in der Küche helfen oder auch im Garten mit dem Werkzeug hantieren. Da gibt es schon mal die eine oder andere kleine Schnittverletzung. Wie man diese Schnittverletzung von zu Hause jetzt am besten versorgt, darüber sprechen wir in der heutigen Folge gemeinsam mit Kinderarzt Dr. Michael Wagner. Übrigens, das Gleiche gilt natürlich auch bei Schnittwunden bei Erwachsenen. Schülke hilft. Hallo, Herr Dr. Wagner. Hallo. Hallo, Lisa. Lisa, du hast in der Küche gearbeitet und dich geschnitten? Ja, dann Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht in echt. Müssen wir gleich dazu sagen, Lisa hat keine Schmerzen, denn diese Wunde ist wirklich nur geschminkt, gell? Zum Glück. Aber so sieht's aus, wenn man sich mit dem Messer schneidet. Was machen wir denn in dem Fall dann? Also wichtig ist bei vor allem stark verunreinigten Wunden, dass man es mal ausbluten lässt, aber nur kurz. Oft blutet es ja dann sehr stark noch nach. Das kenne ich aus Erfahrung, man hält das Wasser, hört nie auf zu bluten eigentlich. Genau, da ist es wichtig, dass man dann mit einem Blutverband macht, damit die Blutung mal gestoppt wird. Sobald die gestoppt wird, kann man immer mit sauberen Händen, meine Hände sind jetzt schon desinfiziert, zumindest 30 Sekunden Einwirkzeit ist hier auch wichtig bei der Händedesinfektion. Steril oder möglichst saubere Tupfer nehmen und hier mal diese Wunde reinigen. Ja. So gut es geht. Tetanusimpfung, glaube ich, ist. Ja, Tetanusimpfung ist auch ein wichtiger Punkt, aber unbedingt nachschauen, wann war die letzte Impfung oder wenn sie nicht aktuell ist, dann unbedingt sehr rasch auffrischen in so einem Fall. Dann, wenn die Wunde gereinigt ist, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, doch wie kann man die Wunde reinigen? Daheim unter fließendem Wasser. Ja. Unterwegs unbedingt darauf achten, dass es ein Trinkwasser ist. Nicht, dass man in den Bach halten. Genau, Wasser ist nicht gut. Oder zum Beispiel eine Wasserflasche, stilles Wasser, die möglichst ungeöffnet noch ist, also noch nicht abgestanden. Auch damit kann man es mal reinigen. Gut, das nächste ist dann im Prinzip schon hier den Desinfektionsspray, so den Sept aufbringen. Der toll ist, weil der tut nicht weh. Genau, der brennt nicht, der ist auch farblos, das heißt, der macht auch nicht schmutzig. Hat es wehgetan? Nein. Sehr gut. Und den dann mindestens 60 Sekunden einwirken lassen. Und genau, sobald das eingewirkt ist, können wir dann hier noch ein Gel auftragen. Okay. Gut. Das heißt, da gibt es so dieses Gerücht, an der Luft trocknen lassen. Alles aber trocknen lassen. Ist das, stimmt das? Also an der Luft sollte man die Wunden nicht trocknen lassen, das ist ein alter Mythos. Okay. Es ist deutlich besser, wenn man ein Gel auftragt und wenn man die Wunde feucht hält, weil sie besser abheilt, weil es weniger Narbenbildung gibt und weil es einfach auch weniger zu Entzündungen kommt. Und das machen wir jetzt auch hier, wir tragen dieses Gel auf. Wenn wir dann hier noch ein Pflaster nehmen, das Pflaster um die Wunde wickeln, Pflaster regelmäßig wechseln, damit es auch hier wieder zu keinen Infektionen kommt. Und das ist es im Prinzip. Damit ist die Wunde gereinigt und desinfiziert und kann gut abheilen. Jetzt kompakt zusammengefasst. Erstens, Wunde reinigen durch kurzes Ausbluten lassen. Zweitens, Blutung stillen. Drittens, Wunde desinfizieren. Octenisept großzügig aufsprühen und bis 60 zählen, um Keime abzutöten. Viertens, Wundheilung fördern. Wunden, die sauber und feucht gehalten werden, heilen in der Regel schneller. Octenisept Gel versorgt die Wunde mit Feuchtigkeit und bildet eine Schutzschicht gegen Bakterien und Verunreinigungen. Fünftens, Wunde mit einem Pflaster abdecken. Wenn die Wunde sehr stark blutet, sehr tief oder großflächig ist, unbedingt einen Arzt aufsuchen. Mehr Informationen unter octenisept.at und in unserem Gratis-Ratgeber.